redete die Prophet, und ihre Zungen redeten, und Hoffnung sprach aus ihren Worten, die das Heil verkündete. Die Worte füllten Zeit und Raum, ein lang ersehnter großer Traum. Gott ist bei uns, er verlässt uns nie. Mit Gottes Angesicht und viele Menschen, die ihn ehrten, sahen Licht vom Licht und Heil erfüllte Zeit und Raum, ein lang ersehnter großer Traum. Gott ist mit uns, er verlässt uns nicht, denn seine Worte lassen hoffen und sie gelten in Ewigkeit. Und er bleibt es für alle Zeit. Seine Worte lassen hoffen auf Licht in der Dunkelheit. Soll die Finsternis nur kommen, die Hoffnung bleibt. Seine Liebe trug das Kreuz der Menschen ein für alle Mal zu Grab. Sie sprengte felsenfeste Grenzen, machte die Nacht zum Tag. Und Leben füllt nun Zeit und Raum, ein lang ersehnter großer Traum. Was kann's noch schrecken, da Gott bei uns ist? Denn seine Worte lassen hoffen und sie gelten in Ewigkeit. Uns aufgeschlossen und er bleibt es für alle Zeit. Seine Worte lassen hoffen auf Licht in der Dunkelheit. Soll die Finsternis nur kommen, die Hoffnung alle Reiche untergehen, aber nicht sein Wort. Seine Worte füllten Zeit und Raum und dieser lang ersehnte Traum, den Himmel zu sehen, wird Wirklichkeit. Denn seine Worte lassen hoffen und sie gelten in Ewigkeit. Der Himmel ist uns aufgeschlossen und er bleibt es für alle Zeit. Seine Worte lassen hoffen auf Licht in der Dunkelheit. Soll die Finsternis nur kommen, die Hoffnung. Seine Worte lassen hoffen in der Dunkelheit, soll die Finsternis nur kommen, die Hoffnung bleibt. Die Hoffnung bleibt. Und Gregor Linzen ist auf der domradio.de Bühne zusammen mit seinem Pianisten Michael Schmitz. Wir freuen uns sehr, dass Sie beiden hier sind. Herzlich willkommen auch hier bei uns an der domradio.de Bühne. Eine Stunde Musik mit Ihnen beiden. Und es geht los mit dem Lied Die Hoffnung bleibt. Das haben wir gerade gehört. Und es ist ein bisschen, als hätten wir uns abgesprochen, weil unser Motto hier auf der domradio.de Bühne ist ja, die frohe Botschaft bleibt.
Und als Sie das gehört haben, die Hoffnung bleibt, die frohe Botschaft bleibt, haben Sie direkt gesagt, also die frohe Botschaft bleibt, damit kann ich mich richtig gut anfreunden. Warum? Ja, ich denke, das ist so der kleinste gemeinsame Nenner, wo sich Menschen, die an Gott glauben, darauf einigen können. Ich halte nicht so viel davon zu sagen, wie ein Glaube zu sein hat. Aber dass eine Hoffnung bleibt oder in diesem Fall, wie das Motto von Ihrer Bühne hier heißt, dass die frohe Botschaft bleibt, darin sehe ich mich auch, ja. Und dann, wenn ich das jetzt richtig verstehe, soll auch jeder überlegen, was das für einen selber bedeutet. Ja, noch mehr. Also ich empfinde immer, und daraus schreibe ich meine Lieder, dass in der frohen Botschaft, eigentlich in der ganzen Bibel, die menschlichen Verhaltensweisen verschlüsselt sind. Wenn ich Psalmen lese, dann merke ich, die Leute haben tatsächlich schon vor 5000 Jahren darüber diskutiert, warum Krieg entsteht, warum man sich wie falsch verhält oder so. Und ich frage mich dann immer, warum kapieren die Leute es nicht? Warum ist es nicht alles schon hinter uns? So, und also jeder sollte, egal ob er jetzt nur an Christus glaubt, die Bibel liest oder auch das Alte Testament liest, man muss sich darüber austauschen und darüber nachdenken, was bedeutet das, wo kommt das her, und daraus seinen Lebenssinn und seine Lebenshaltung finden. Und Sie sind ja schon seit wirklich vielen Jahren mit dieser frohen Botschaft unterwegs. Sie sagen von sich, Sie sind kein Kirchenmusiker, sondern ein Musiker der Kirche. Wo liegt da genau für Sie der Unterschied? Ich sage, ich bin ein Musiker in der Kirche. Ich frage mich zwar mittlerweile, ich komme aus dem Erzbistum Köln und ich muss wirklich mich manchmal ordentlich verbiegen, dass ich da noch bleibe in dieser Kirche. Aber ich will das Ganze nicht sein lassen, weil Kirche für mich wirklich ein Projekt ist, was wichtig ist und was ich eben sagte, in Kirche passiert sowas wie hier. Ich glaube, dass so ein Katholikentag so verflixt wichtig ist, damit wir miteinander sprechen. Und das passiert nur dann, wenn man zusammenkommt. Und das ist Kirche, zusammenzukommen, um miteinander über alte Geschichten, alte Gedanken nachzudenken und daraus dann eben ja etwas Neues zu ziehen. Das ist verflixt wichtig und das geht besonders gut mit Musik. Das ist eine Sprache, in der man gut über solche Sachen nachdenken kann. Wie heißt Ihr nächstes Lied? Mein nächstes Lied halt, weil es so gerade aktuell ist, Ehre sei dir, Frieden wird wahr auf Erden. Wir freuen auch uns da drauf. Ein Lied, was aus dem Gedanken entstanden ist, ich habe hingehört und in Gloria lautet es, und Frieden den Menschen guten Willens. Wenn man das mal weiterdenkt, heißt es doch, dass wir Gott ehren, wenn wir Frieden halten. Nichts einfacher das. Ich lade einen mitzusingen, das ist eine sehr einfache Melodie, nämlich einmal Tonleiter rauf, Tonleiter runter, Tonleiter rauf. Und nicht drüber nachdenken, was da sonst noch passiert. Ehre sei dir, Ehre sei dir, Gott im Himmel. Willen erfüllen.
Gott bist nicht nur im Himmel, du Gott bist hier unter uns, sichtbar in der Welt, die wir finden, sichtbar die Spur deines Sohns, unsichtbar weiß uns dein Geist auf dem Weg zu dir in dein Reich. Kommen als Zeichen dafür, dass Frieden wird unter uns. Frieden wird wahr auf Erden, unter den Menschen, die deinen Willen erfüllen. Frieden wird wahr auf Erden, unter den Menschen, die guten Willen sind. Nochmal, Frieden. Gregor Linzen und Michael Schmitz auf der domradio.de Bühne mit dem Programm Kinder des Lichts. Damit sind Sie schon seit vielen, vielen Jahren unterwegs. Ist das eigentlich ein Unterschied, ob man in der Kirche spielt oder jetzt hier auf so einer Freilichtbühne? Definitiv. Also draußen zu sein ist eine Dimension. In wunderschönen Räumen spielen zu dürfen, die unsere Kirchen sind, ist eine andere Dimension. Ich bin häufig gewesen im Altenberger Dom. Und da gibt es ein Lied von, da wird von einem Wald gesprochen. Die Bäume, die Baumstämme der Säulen dort und darüber der Himmel. Wer jemals mal in so einem großen Buchenwald war, der sieht da auch so ein Gewölbe drüber. Also insofern ist draußen und drinnen gar nicht so ein großer Unterschied. Und mit den Kindern des Lichtskonzerten darf ich wirklich in wunderbaren Räumen spielen. Und da eben miteinander sich Gedanken machen über das, was an der Tageslesung dann jeweils von angeregt wird. Genau, denn jedes Konzert ist auch anders. Ja. Wie kommt das? Na, auch in der Kirche gibt es ja die Tradition, jedes Jahr oder alle drei Jahre zusammen die gesamte Bibel zu lesen. Und insofern sind es immer neue Texte, neue Punkte, wo ich drüber nachdenken will. Und diese Tradition mache ich in meinen Kinder des Lichts-Konzerten, nehme ich genauso wahr und gestalte dann aus diesem Gedanken, der gerade an dem Tag angeregt wird, ein thematisches Konzert. Und wir haben gerade schon von Frieden gesprochen und gesungen. Das ist gerade im Moment für Sie auch so ein ganz wichtiger roter Faden. Also Frieden ist im Moment vielleicht so das wichtigste Thema überhaupt. Ja, das Lied, was wir jetzt singen wollen, das heißt Peace. Und es stammt aus dem Oratorium Die Sieben Gaben, das die morgen Abend im Hegelsaal eine Vorpremiere haben wird. Da reden wir gleich nochmal ein bisschen länger drüber. Das ist gerne, auf jeden Fall wichtig. Aber dieses Lied habe ich halt schon vor 4-5 Jahren geschrieben. Und es ist so aktuell, leider. Ja, und das begegnet mir in meinen eigenen Liedern, ich schreibe mittlerweile 30 Jahre Lieder, leider immer wieder, dass Anlässe, aus denen ich ein Lied habe entstehen lassen, wiederkommen. Frieden. Sollte man nicht denken. Peace. Gregor Linzen und Michael Schmitz am Piano. 5 Sprachen. Englisch, Ungarisch, Deutsch,
Französisch, Italienisch, das Wort Frieden. Yes. Wer die Worte kennt, Michael, nach dem Lied kennt er sie. Das Licht des Friedens und der Helle die Dunkelheit. Bin Becke, Friede, Pace. Bin Becke, Friede, Pace. Frieden sei in meinem Ströme aus jedem Wort. Mag sie sehen, doch danach mein Handeln lenken, dass ich Hoffnung bringe an diesen Ort. Wo auch immer ich ihn lebe, dein Friede sei mir anzusehen. Oh Gott, ich will dich in Menschen lieben, dann kann ich in Frieden gehen. Aus dem Oratorium Die Sieben Gaben. Und das ist der Hauptgrund, warum Sie beide hier in Stuttgart sind. Da werden Sie ja noch mit vielen anderen auf der Bühne stehen. Morgen Abend, da ist die Vorpremiere von Die Sieben Gaben. Wie können wir uns das vorstellen? Jetzt sind hier schon ganz viele heute extra wegen Ihnen beiden hier, haben schon vor einer Stunde die ersten gefragt, wann kommt denn Gregor Linsen? Ja. Und wenn die alle morgen Abend kommen wollen, was erwartet Sie da? Dann sollen Sie gerne kommen als erstes, denn die Halle ist groß genug dafür, hoffe ich jedenfalls. Ja, eigentlich sind wir noch nicht fertig. Ne? Also die Sieben Gaben ist ein Friedensgebet für die Pfingstnacht, die 2020 hätte bespielt werden müssen. Da kam Corona dazwischen, das Projekt mussten wir leider mit 120 Mitwirkenden abbrechen und dann dieses Jahr neu anfangen. Also ein Friedensgebet für die Pfingstnacht, wirklich die Pfingstnacht zu feiern, die auch, das hat ja mit Kirche zu tun. Das ist der Geburtstag der Kirche. Das wirklich einfach diese Haltung, Kirche zu sein,
wirklich durchzuziehen und damit zu leben. Ja, und dieses Jahr wollten wir es dann endlich durchziehen und endlich singen. Und dann kam der Katholikentag und meinte, inwiefern wäre das nicht einfach mein Katholikentag? Eigentlich nicht, weil es ja ein Stück Friedensgebet für die Pfingstnacht. Aber dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir quasi eine öffentliche Generalprobe, wo alles schief gehen kann, garantiert. Aber wir machen das einfach, weil wir sagen, ja, der Gedanke an diesen Frieden und dieses Beten für diesen Frieden ist einfach dran. Und so lautet dann eben die sieben Gaben, die Vorpremiere, die Sprachregelung, die wir gefunden haben. Heißt nicht, dass wir es nicht schon können. Also. Wie viele Sängerinnen und Sänger machen da mit? Von den 120 sind 40 übrig geblieben. Das sind, ist, deckt sich leider ungefähr mit den Chören, mit den Zahlen der Chöre, die wir tatsächlich in Deutschland haben. Also so ein Drittel, alles andere, es ist sehr viel zusammengebrochen. Und so dass, aber dann kommen solche wunderbaren Zusammensetzungen wie die Vorgruppe hier, die hier auch gespielt hatte, ja, wo sich dann einfach zwei Chöre zusammentun und wieder was Gutes schaffen. Und dann kann vielleicht auch die Chorszene wieder wachsen. Aber das ist ein anderes Thema. Und die Uraufführung ist dann an Pfingsten in Gelsenkirchen in der Pfingstnacht von Samstag auf Pfingstsonntag. Tatsächlich in der Nacht, weil es ist ein Stück für die Nacht. Die beginnt erst um 21.30 Uhr. Aber und dann morgen Abend hier in der Liederhalle in Stuttgart ein Vorgeschmack. Ja. Jetzt hören wir weiter was aus dem Kinder des Lichtprogramms. Ja. Das, was daraus entspringt, nachzudenken über das, was ich in der Bibel finde, führt zu einer Haltung. Und dann kann ich mir jemanden suchen, der mir sagt, was ich zu tun habe. Zum Beispiel Jesus. Ihr
geglaubt, dass er auferstand. Hoffnung gab er euch zu lieben. Warum haltet ihr dann still? Warum haltet ihr dann still, wenn die Angst euch ganz umfangen will? Lebt, wie ihr wollt, lebt nicht nur, wie ihr leben sollt. Lebt, wie ihr wollt, aber bedenkt, er starb für euch. Lebt, wie ihr wollt, lebt nicht nur, wie ihr leben sollt. Lebt, wie ihr wollt, aber bedenkt, er starb für euch. Es wird immer ein bisschen voller noch hier an der domradio.de-Bühne. Herzlich willkommen allen, die neu dazugekommen sind. Schönen guten Nachmittag. Gregor Linzen mit seinem Pianisten Michael Schmitz hier bei uns zu Gast. Wir freuen uns sehr, dass Sie beide hier sind. Und das nächste Lied heißt Ein Licht in dir geborgen. Ein Licht. Da bin ich ja dann so ein bisschen hellhörig geworden. Kinder des Lichts Konzerte. Ein Licht in dir geborgen. Diesen Vergleich, diese Metapher mit Licht, die mögen Sie sehr. Was sagt die für Sie aus? Also zum einen, das Licht ist das erste Lied, was ich je geschrieben habe. Und naja, im Dunkeln zu sitzen macht einfach keinen Spaß. Es sei denn, man hat einen Sternenhimmel über sich. Wer das einmal erlebt hat, der merkt, was Licht so in einem auslösen kann, das kleinste bisschen Licht überhaupt. Als ich dieses Lied geschrieben habe, da wusste ich nicht, dass ich Jahre später in einem Garten unter dem Horlischen Kometen saß. Ich weiß nicht, wer schon so alt ist, der den mitgekriegt hat damals. Ich habe da nur gesessen und habe diesen leichten Schein am Himmel gesehen und dachte, wow, was für ein Licht. Und es bildete sich ein Summen in meinem Kopf. Und seither spiele ich zum Beispiel nicht mehr den Refrain zwischen der ersten und der zweiten Strophe, sondern dann, wenn es heißt, ein Stern vom Himmel gefallen, kommt bei mir dieses Summen. Und das musste einfach hin. Also ich mag es nicht, einfach nur im Dunkeln zu sein. Ich nehme Dunkel wahr, aber ich nehme dann eben auch immer ein Licht wahr. Irgendwo ist immer eins. Und das ist jetzt wirklich das erste Lied, was Sie je geschrieben haben. Ja. Das ist schon ein bisschen her, ne? Weil also gefühlt gab es Sie immer in meinem Leben in der katholischen Kirche. Wann haben Sie das geschrieben? 1989, 90. Ich sag doch, sie gab's immer schon. Ja. Ein Licht in dir geborgen. Gregor Linzen und Michael Schmitz.
strahlt durch Wolken gedrungen, wird quer von neuem Mut. So wie die Nacht flieht vor dem Morgen, so zieht die Angst aus dem Sinn. Wächst ein Licht in dir geborgen, die Kraft zum neuen Beginn. So wie die Nacht flieht vor dem Morgen, so zieht die Angst aus dem Sinn. So wächst ein Licht in dir geborgen, die Kraft zum neuen Beginn. Ein Lachen in deinem Arm treibt die blinde Fuhr. Ein Licht in dir geborgen wird Kraft in tiefer Not. So wie die Nacht flieht vor dem so zieht die Angst aus dem Sinn. So wächst ein Licht in dir geborgen, die Kraft zum neuen Beginn. Oh, oh, oh. So wie die Nacht flieht vor dem Morgen, so zieht die Angst aus dem Sinn. So wächst ein Licht in dir geboren, die Kraft zum neuen Beginn. Weise sein, das ist ja ein großes Wort. Weise ist mehr als klug, vielleicht wenn überhaupt lebensklug sein. Und sonst hat Weisheit mit Klugheit ja nicht so viel zu tun. Was macht für Sie einen weisen Menschen aus? Kennen Sie weise Menschen? Sie sprechen auf ein Lied an, auch aus den 7 Gaben. Weisheit ist eine der Gaben, Klugheit nicht. Ja, es gibt bei Jesaja eben diese Stelle, die meinen Gedankengang, meine Arbeit für die 7 Gaben ausgelöst hat, wo er 6 Gaben aufzählt. Aber man spricht immer von den 7 Gaben des Heiligen Geistes. So, aber bevor wir dazu zu der 7. Gabe kommen, morgen Abend, die erste oder zweite, glaube ich sogar, ist die Weisheit. Weisheit ist bloß beim drüber nachdenken nichts, was so eine Gabe ist, die man dann in die Tasche stecken kann und dann hat man sie. Und das ist sowas Gefährliches. Also der kluge Mann, ja, es gibt so viele kluge Menschen, nicht? Also die dann darum wissen, dass Weise sein eine andere Dimension ist, als nur klug zu sein. Klug ist der, der weiß, dass er nicht immer weise ist. So. Darin geht es in dem Lied, Weise ist.
diese Gabe der Weisheit beschreibt. Und Weisheit ist ja auch was man nicht irgendwie machen kann, sondern was einem geschenkt wird. Es ist eine der Gaben, ja genau. Also das ist, ja, das Schöne an diesen Gaben ist, niemand kann sie verdienen, sondern sie werden einem geschenkt. Ich werde oft gefragt, wieso kannst du solche Lieder schreiben oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe das nicht verdient. Ja, es ist so geworden, wie es geworden ist. Vielleicht, das heißt, das kann man auch nicht planen, sondern was ja, das wächst. Was ich nicht tue, ist möglichst nach einem Motto ein Lied schreiben. Oder mir wird gesagt, schreib doch mal ein Lied darüber. Das kann nichts geben. Sondern ein Lied muss aus einem rauskommen, das, was dran ist. Und dann bilden sich auch Formulierungen, bildet sich Sprache von alleine. Und dann kann ein Lied auch so intensiv werden wie ein Licht in jeder Begabung zum Beispiel. Und manchmal sind das ja Formulierungen, über die man zwei- oder dreimal nachdenken muss. Wie zum Beispiel der Satz, weise ist nur der, der nicht vergisst, dass Weisheit fliegt. Das kommt jetzt in Ihrem Lied vor. Das kommt hier vor. Jeder kennt Weise ist. Jeder kennt den Satz oder die Formulierung, die Zeit fliegt. Und letztlich ist das so was Ähnliches mit der Weisheit. Weise ist nicht der, der den rechten Schritt erkennt. Weise ist nur der, der im entscheidenden Moment den Schritt auch geht. Wer sagt, er kenne der Weisheit letzten Schluss, der kennt sie nicht, die Weisheit. Sie ist die Gabe, die nie die gleiche bleibt. Eine Gabe für den Augenblick, eine Gabe für den Blick zurück, eine Gabe für den Blick nach vorn, jeden entscheidenden Moment. Weise ist nicht der, der den Schritt gegangen ist. Weise ist nur der, der darüber nicht vergisst, dass die Weisheit fliegt. Wer sagt, er kenne der Weisheit letzten Schluss? Sie nicht die Weisheit, sie ist die Gabe, die nie die gleiche bleibt. Eine Gabe für den Augenblick, eine Gabe für den Blick zurück, eine Gabe für den Blick nach vorn, jeden entscheidenden Moment. Letzten Schluss,
Sagt, er kennt sie nicht, die Weisheit. Sie ist die Gabe, die nie die gleiche bleibt. Eine Gabe für den Augenblick, eine Gabe für den Blick zurück, eine Gabe für den Blick nach vorn, jeden entscheidenden Moment. Gregor Linzen und Michael Schmitz auf der domradio.de Bühne. Und Sie haben am Anfang gesagt, dass Sie schon auch manchmal ordentlich hadern mit der katholischen Kirche im Moment. Aber noch sind Sie da und Ihnen ist die frohe Botschaft wichtig. Was muss sich denn ändern, damit Sie wieder sagen können, ja, hadern muss ich nicht mehr, jetzt fühle ich mich wieder wohl oder wohler. Was ist da das besonders Wichtige? Ich glaube, dass wir eine freiere Kirche brauchen, wo viel mehr Vielfalt zugelassen wird, ohne dass jemand sagt, ich weiß, wie Glaube ist und was Glaube bedeutet. Was ich auch gesagt habe, war, dass Katholikentag für mich immer so ein Punkt ist, der wichtig ist, dass wir zusammenkommen und miteinander uns erzählen, was Glaube ist. Aber so etwas wie ein Glaube an einen Katechismus, dass etwas festgelegt wird, so ist Glaube zu sein, so hat Glaube zu sein und so muss gelebt werden, das stimmt heute in der heutigen Zeit garantiert nicht mehr. Und das muss sich ändern. Es muss viel mehr Vielfalt kommen. Mehr Freiheit, mehr Vielfalt, gab auch ordentlich Zustimmung dazu. Sie sind ja schon bei sehr vielen Katholikentagen dabei gewesen. Gibt es was, jetzt ist der Katholikentag ja noch jung, aber gibt es was, was diesen Katholikentag für Sie besonders ausmacht? Ja, ich habe noch nie eine öffentliche Generalprobe von einem Oratorium bei einem Katholikentag gespielt, aber... Ja, er ist natürlich einer, wo, das ist, glaube ich, mein drittes Konzert, was ich seit Corona wieder gebe. Einfach unglaublich schön, wieder zusammenzukommen, in Gesichter zu blicken und miteinander etwas zu unternehmen. Großartig. Das finden wir auch. Ihr nächster Song heißt Liebe gibt, Liebe nimmt. Ja, da kann ich auch noch eine kleine Anekdote dazu sagen. Vielleicht wäre ich ja tatsächlich Priester geworden. Aber ich habe meine Frau schon verdammt lieb. Da ist nur eine Kraft, die Angst vertreibt, Liebe. Da ist nur eine Macht, die Vertrauen schafft, Liebe. Da ist nur ein Gebot, das Frieden bringt, Liebe. Liebe gibt, Liebe nimmt, doch nicht so, dass etwas fehlt. Liebe siegt und sie gewinnt die Stärke, die wirklich zählt. Liebe gibt, Liebe nimmt, doch nicht so, dass etwas fehlt. Liebe siegt und sie gewinnt die Stärke, die wirklich zählt. Gottes Geist komme über uns mit der Gabe der Stärke dem anderen zu gönnen, der Stärke vergeben zu können, der Stärke nicht zu beneiden,
der Stärke bei der Wahrheit zu bleiben. Gottes Geist komme über uns und lehre uns zu lieben. Liebe gibt, Liebe nimmt. Liebe nicht so, dass etwas fehlt. Liebe siegt und sie gewinnt die Stärke, die wirklich zählt. Liebe gibt, Liebe nimmt. Doch nicht so, dass etwas fehlt. Liebe siegt und sie gewinnt die Stärke, die wirklich zählt. Gottes Geist komme über uns mit der Gabe der Stärke Falsches zu erkennen, der Stärke Falsches zu benennen, der Stärke um Vergebung zu fragen, der Stärke die Folgen zu tragen. Gottes Geist komme über uns und lehre uns zu lieben. Liebe gibt, Liebe nimmt. Doch nicht so, dass etwas fehlt. Liebe siegt und sie gewinnt die Stärke, die wirklich zählt. Liebe gibt, Liebe nimmt. Doch nicht so, dass etwas fehlt. Liebe siegt und sie gewinnt die Stärke, die wirklich zählt. Liebe gibt, Liebe nimmt. Doch nicht so, dass etwas fehlt. Liebe siegt und sie gewinnt die Stärke, die wirklich zählt. Liebe gibt, Liebe nimmt. Doch nicht so, dass etwas fehlt. Liebe siegt und sie gewinnt die Stärke, die wirklich zählt. Ein Lied hören wir gleich noch von Ihnen. Aber vielleicht für alle, die dann sagen, oh, ich würde gerne noch mehr von Gregor Linzen auf dem Katholikentag mitbekommen. Was haben Sie noch so vor, die nächsten Tage? Diejenigen, die meinen Newsletter bezogen haben, einfach auf Edition GL mal googeln und den Newsletter bestellen. Der weiß, man hätte seine Chorpartitur von Kommt und Seht mitbringen können. Morgen gibt es einen Workshop, morgen Vormittag. Und die Messe Kommt und Seht wollen wir dann eben am Samstagmittag um 12.30 Uhr tatsächlich feiern. Zusammen mit Heiner Dresen. Heiner Dresen ist einer der Priester, die frei waren. Der hat zwischendurch mal eine Auszeit genommen, hat gesagt, ich kann nicht anders, ich muss Musical singen. Er hat also im Musical Joseph mitgesungen. Und jetzt ist er aber auch wieder zurück als Priester. Und ja, er wird das Hochgebet singen. Darf man nicht, macht nichts. Ja, also Katechismus steht, darf man nicht. Machen wir trotzdem. Morgen früh 10 Uhr Chor-Workshop und Samstag 12.30 Uhr in der Leonhardskirche. Genau, so ist es. Und jetzt, das Lied ist so ein bisschen, fürs letzte Lied gehen wir. So ist es aber nicht gemeint. Ja, doch, schon. Das ist das Schlusslied der Messe, Kommt und Seht. Und da gibt es eben ja am Schluss, geht hin in Frieden. Ja, macht euch mal Gedanken, was das heißt. Ja, wenn wir es schon nicht halt schaffen, Gott zu ehren mit dem Frieden. Wie soll man dann gehen in Frieden? Und darum geht es dann. Ob man dann bleibt, ist eine andere Frage. Wo wir sind und wo wir leben.
Herrn zum Segen. Mag es uns gelingen, diese Welt zu drehen, dass die Menschen neu beginnen, einander gut zu sehen. Möge uns seine Liebe leiten, nun da wir unsere Wege gehen. Möge sie unser Tun begleiten, gehen wir in seinem Frieden. Gregor Linzen und Michael Schmitz, ganz herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Ihr Schlussapplaus. Es war eine sehr schöne Stunde. Ich sehe ganz viele glückliche Gesichter hier an der Bühne. Wir haben uns sehr gefreut, dass die beiden da waren. Vielen, vielen Dank und noch schöne Konzerte hier, besonders die Vorpremiere. Da drücke ich sehr die Daumen und Dankeschön. Wünsche eine schöne Vorpremiere morgen Abend. Ja, gerne. Und also da gibt es noch CDs von Ihnen. Wenn genau. Wer möchte, kann das auch mitnehmen. Kann man ja auch mal erwähnen. Ne? Also wer Sie beide mitnehmen möchte, da auf CD gerne. Vielen Dank, einen schönen Nachmittag noch. Ja. Herzlichen Dank. Vielen Dank auch. Alles Gute. Und wir hier sind in ein paar Minuten zurück. Gleich gibt es den Dialog zwischen den Stühlen. Können Sie sich schon mal überraschen lassen. Und dann gleich die domradio.de Big Band hier. Da kann ich Ihnen auch versprechen, da lohnt es sich wieder, hier Platz zu nehmen. Das wird nämlich sehr, sehr schön. Und auch das hat schon Tradition hier auf den Katholikentagen. Auch in Leipzig und auch in Münster war die domradio.de Big Band Heaven's Gate hier auf der Bühne. Und das war immer ziemlich klasse. Wenn Sie bis dahin Lust haben, was Schönes zu machen hier am domradio.de Stand, um die kleine Pause zu überbrücken, dann kann ich Ihnen sehr empfehlen, mal sich umzudrehen. Da vorne steht eine Laterne, eine Friedenslaterne, passt ja hier zum heiligen Martin. Unsere Friedenslaterne, die lebt und wird immer bunter durch Ihre Friedensbotschaften. Also wenn Sie mögen, schreiben Sie Ihre Friedensbotschaften auf einen bunten Zettel und kleben die an die Laterne. Oder lesen Sie auch einfach mal, was für tolle Friedensbotschaften da schon an der Laterne stehen. Und ich kann Ihnen auch empfehlen, mal bei uns am PR-Stand vorbeizugehen. Also meine Lieblingssache, die man da bekommt, sind so kleine Samentütchen. Also kleine Wildblumensamen, die können Sie mit nach Hause nehmen und da die frohe Botschaft auch noch ein bisschen blühen lassen. Und wenn Sie Lust haben, schicken Sie uns dann ein Bild von Ihrer Wildblumenwiese, die Sie sozusagen hier mitgenommen haben. Das alles kann man hier an der domradio.de Bühne machen und bestimmt noch einiges mehr. Also gucken Sie sich ein bisschen um. Wir sind gleich wieder für Sie da. Danke schon mal.